herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um Jan und sein großes Statement zu der Trennung von Valentina. Und er haut auch heftige Vorwürfe raus, denn diesmal geht es auch darum, dass sie wohl während einer Show, die jetzt abgedreht wurde, Schluss gemacht haben soll mit ihm und schon wieder einen neuen hat. Fakt ist, ein Bild in ihrer Story lässt zumindest vermuten, dass sie mit jemand anderen essen war. Und ich halte davon persönlich nichts, wenn man in einer Beziehung war und sogar verlobt war, dann so schnell schon wieder den nächsten zu haben, also quasi ohne Pause und ohne Single-Dasein schon wieder in die nächste Beziehung zu gehen. Das ist für mich immer so ein charakterlicher, eine Nullnummer, sagen wir mal so. Aber es gibt so Leute und sie scheint wohl eine davon zu sein, die das so durchziehen. Wenn das Typen machen, finde ich das genauso schrecklich, bevor jetzt wieder Leute unten reinschreiben, ah, du Sexist. Nein, ich finde das generell, ja, und ich sag hier nochmal, ja, wenn Leute von der Beziehung, von der Verlobung direkt in die nächste Geschichte springen, ja, so ohne ja, eine Pause zu haben, ja, nahtlos, übergehend, dann finde ich das immer charakterlich sehr, sehr schwierig. Und das soll wohl der Fall gewesen sein. Und so wie er das hier auch sagt, soll sie narzisstisch sein. Mit dieser Begrifflichkeit wird sehr inflationär rumgeworfen. Aber wenn man sie so beobachtet hat, zumindest beim Sommerhaus, fand ich sie auch immer sehr, sehr schwierig und beide miteinander sehr anstrengend und mir hat er immer sehr leid getan. Ja, die ganze Familie war ja auch kein großer Fan von Valentina und es zeigt halt auch auf, dass sie anscheinend privat nicht so dolle sein kann, vielleicht sogar, ja. Aber Fakt ist, er sagt auch, ja, davor lief es eigentlich ganz gut und auch besser und die hatten eigentlich auch so Pläne miteinander, ein Haus sich zu holen und Familie und sie hat da auch so ein bisschen mit ihm gesprochen, dass sie jetzt 24 ist und jetzt auch so langsam diesen Weg einschreiten möchte, also ein wenig zeitiger Mutter werden will und er ist jetzt allerdings total dankbar, dass sie quasi ihm dazu vorkam und diese narzisstische Person nicht mehr in seinem Leben ist und dass er einfach nur seine Ruhe haben möchte und Co. Ich glaube, ihn kann man da wirklich nur beglückwünschen, wenn das jetzt alles so stimmen sollte. Allerdings, wie gesagt, sind das jetzt auch nur seine Worte. Ihre gab es ja gestern schon, also lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn euch solche Themen interessieren und schaut euch auch gerne auch das letzte Video an. Ich zeige euch jetzt hier mal seine Story. Es gibt ein, zwei Reels, die er da geteilt hat. Da geht es um Narzissmus, im Prinzip alles, was man schon bei TikTok, Instagram dutzendfach gesehen hat. Eins lasse ich euch drin. Die anderen beiden haben, glaube ich, meine ich, Copyright-geschützte Musik und das ist immer ein bisschen blöd, wegen so einer komischen Passage, die jetzt auch nicht so wichtig fürs Gesagte von ihm ist, hier zu riskieren. Deswegen zeige ich euch dann das nicht. Aber im Prinzip geht es da auch nur darum, dass die dort erklären, ja, wie Narzissten funktionieren und dass das ganz, ganz toxisch ist in der Beziehung und dass auch immer die dann die Fehler auf die andere Person münzen und dass alles dann ganz, ganz schrecklich ist. Und ich zeige euch jetzt hier einfach mal sein Statement, seine Stories dazu und er sagt auch schon, sie wird jetzt versuchen, mich fällig zu machen und Co. Also es kann auch sein, dass er vielleicht wirklich auch ein bisschen Dreck am Stecken hat. Ja. Es kann aber auch sein, dass er wirklich im Recht ist, weil er sagt auch zu diesem Vorwurf von ihr, dass er ja bei ihr in die Wohnung eingebrochen sei, dass sie da auch falsch liegt, weil er ja eigentlich nur mit dem Vater von ihr in der Wohnung war, um Sachen abzuholen und das ist ja eigentlich auch vollkommen legitim dass er da einfach nur einen Schlussstrich ziehen möchte. Vielleicht war ihr das nicht so recht, weil Narzissten neigen auch dazu, die Person, ja, mit der sie sich dann getrennt haben und wie warm zu halten, da hat auch ein Reel geteilt und die neigen dann halt auch dazu, dass das dann halt auch von denen so forciert wird, dass dann Sachen von ihr vielleicht noch bei ihm liegen und sie holt es dann nie ab, ja, und möchte das eigentlich nur weghaben. Oder dass Sachen von ihm noch bei ihr liegen, dass es immer noch so einen Grund gibt, dass man ja den Kontakt wieder aufbauen kann, wenn es mit dem anderen dann wiederum nicht klappt.
Und das ist ganz, ganz perfide. Also trennt euch da immer so wie er, dass das, ja, so zumindest macht es jetzt den Augenschein, dass er da einen Cut macht, dass er die Sachen abholt und dann halt auch seine Ruhe haben möchte. Fakt ist auch, sein Instagram-Profil hat er bis jetzt noch behalten. Mal sehen, wie lange noch. Und ja, dann zeige ich euch jetzt hier einfach mal die Story. Ich habe gerade wieder Sachen erfahren. Ich wollte eigentlich nichts sagen. Ich wollte mich eigentlich zurückziehen. Ich wollte keinen Rosenkrieg. Ich will eigentlich einfach nur aus dieser toxischen Beziehung raus und mit dem Thema abschließen können. Und ich bin auch im Endeffekt froh, wie es jetzt gekommen ist, dass ich mich lösen kann, dass ich davon loskommen kann endlich. Einfach aufgrund der Dinge, die ich jetzt auch erfahren habe. Ansonsten hätte ich mich wahrscheinlich niemals von der ganzen Sache lösen können. Und Leute, das sind einfach Sachen. Ich werde nicht lange um den heißen Brei herumreden. Valentina ist eine Show und bevor sie gefahren ist, war wirklich alles gut zwischen uns. Sie hat mir so viel auf der Arbeit geholfen. Wir haben so an der Beziehung gearbeitet. Wir haben darüber geredet, ein Haus zu kaufen. Sie hat über Kinder geredet, weil sie gesagt hat, sie ist jetzt 24, sie muss auch schauen. Und für mich war es so, sie geht in die Show, alles ist gut. Ich habe zu Hause gewartet, ich habe Sachen vorbereitet. Ich habe mich auf sie gefreut, wenn sie wieder da ist. Und dann habe ich erfahren, dass sie in der Show Schluss gemacht hat und mit einem anderen Typen etwas angefangen hat. Also Leute, Valentina ist mir in einer TV-Show fremdgegangen. Die Frau, die ständig über Fremdgeher so hergezogen hat, über Alex Petrovic, die sich darüber lustig gemacht hat, geht mir, wir sind verlobt, ja, wir sind verlobt, geht mir in einer TV-Show fremd. Wie erbärmlich, wie niedrig kann man sinken? Ich bin im Endeffekt froh jetzt darüber, wie es gelaufen ist. Ich bin wirklich froh, von dieser toxischen, narzisstischen Person wegzukommen. Aber die Höhe ist, dass ich dann dahin gerufen werde, mit ihr reden soll und sie lacht und sie zeigt keine Reue, sondern schiebt die Schuld auf mich, dass ich sie angeblich schlecht behandelt hätte, dass ich mich ja nur auf die Arbeit konzentriert hätte und ich schuld daran bin, weil ich sie nicht so behandelt habe, wie sie es verdient hat. Ich bin euch ehrlich, mich hat das Ganze unfassbar psychisch getroffen. Ich war noch nie in meinem Leben an so einem Punkt, wohin sie mich jetzt gebracht hat. Und ich bin ein sehr verkopfter Mensch. Ich habe sehr lange jetzt darüber nachgedacht, warum macht sie das? Wie kann man so herzlos sein? Wie kann man so handeln? Warum macht man dann nicht vor der Show Schluss, wenn sie so unglücklich ist? Oder danach? Warum macht man das in einer TV-Show vor laufender Kamera? Warum muss man mich so demütigen, was jetzt 2 Jahre lang dann im Fernsehen ausgestrahlt wird? Und ich habe mich damit sehr lange beschäftigt und ich bin auf ein paar Videos gestoßen, die das Ganze zu 100% korrekt beschreiben. Und aus meiner Sicht stimmt das zu 100%, was in diesem Video gesagt wird. Sie hat sich falsch verhalten und geht jetzt in den Angriff und versucht, die Schuld auf mich zu schieben. Ich wäre in ihre Wohnung eingebrochen. Sie versucht, diesen Fokus auf mich zu rücken, dass ich ja sie schlecht behandelt hätte, dass ich der Grund dafür war, dass sie so gehandelt hat, dass ich das begründet habe. Ich will nicht wissen, was jetzt noch kommt, was sie ihr Verhalten begründet. Aber ich habe mir dann noch mehr Videos angeguckt und mir ist immer klarer geworden, was da eigentlich ablief in der Beziehung. Und dieses letzte Video ist ja auch zu 100% richtig. Wahrscheinlich sind diese Storys jetzt auch falsch. Ich mach's aus Emotionen heraus. Es wird Valentina nur anstacheln. Valentina ist ein Mensch, sie wird nicht verlieren können. Öffentlich. Sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, mich nun zu degradieren, mich schlecht dastehen zu lassen, um ihr Handeln zu begründen. Und diese Storys, die ich jetzt mache, sind genau das, was sie jetzt anstacheln wird. Aber ich werde mich nicht mehr klein machen. Ich werde das nicht mehr mit mir machen lassen. Ich werde mich nicht drohen lassen. Sie lässt mich nicht in Ruhe. Sie schreibt mir konstant auf verschiedenen Kanälen, auf meinen Firmenaccount. Sie kontaktiert mich durch Freunde. Sie lässt mich nicht in Ruhe. Ich möchte mit dieser Sache abschließen. So this person is asking, why do narcissistic people
want the worst to happen in order to move on. And of course, if you're near her, I'm a diagnosed narcissist. I actually have narcissistic personality disorder. Some narcissistic people want to make sure that you are completely destroyed before they move on. Make sure that they want to make sure that there's nothing left that they can get from you. There's no supply left that they can receive from you. And a lot of times they do this to make sure that they're making the correct decision in order to move on. It's just like, in order, like, this person over here treats me better, and I need to make sure, I need to verify that by destroying and getting rid of this person right here. That's why sometimes when a narcissist cheats on you and leaves you for somebody else, they're super, super cold and callous when they're breaking up with you. Or when you find out and you're questioning them and you're asking them questions, hey, please just tell me what happened. They're just like, no, you know, don't worry about what happened. I never loved you. I never cared about you. Look at you. You're broken. You're terrible. You're a horrible person. And also sometimes they want to make sure that you're broken so nobody else will want you. Just in case they want to circle back, which happens rarely, y'all, after they leave you completely broken. Aber was ich wirklich nicht verstehen kann, ist, wie man nach einer zweijährigen Beziehung nahtlos mit jemand Neuen etwas anfangen kann. Und wir wären am Montag in den Urlaub geflogen. Dass sie jetzt mit diesem neuen Typen in den Urlaub fliegt. Also wie krank kann man sein? Und dann sind noch weitere Sachen rausgekommen. Ich habe jetzt mit unserem Masseur gesprochen. Sie hat einfach mit dem Masseur über Wochen hinweg telefoniert, geschrieben, hinter meinem Rücken. Und da sind noch weitere Sachen. Ich werde sie jetzt nicht alle raushauen, weil im Endeffekt, ich möchte damit abschließen, aber diese Frau ist krank und sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, mich jetzt öffentlich zu degradieren. Und das ist krank. Ich möchte Ruhe. Sie hat mir sowas angetan und stellt sich vor die Kamera und sagt, ich wäre in ihre Wohnung eingebrochen. Ich bin mit ihrem Vater in die Wohnung, habe meine Sachen da rausgeräumt, weil ich loskommen will. Und mir ist das jetzt alles klar geworden. Vielleicht hätte mir das auch früher klar werden müssen. Viele haben mich ja auch gewarnt, viele haben das gesagt, aber ich war einfach in dieser Beziehung gefangen. Ich habe fest daran geglaubt, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und ich möchte einfach mit diesem ganzen Thema abschließen und ich weiß, dass diese Frau nicht locker lassen wird. Sie wird nicht locker lassen. Sie droht mir jetzt schon, sie droht ja in ihrer Story. Und ich werde zu 100% aus diesem Grund auch mein Instagram nicht löschen. Ich hatte es eigentlich vor, es wäre wahrscheinlich auch besser für meine Psyche, aber ich werde mein Instagram nicht löschen. Und ich werde dieser Frau diese Genugtuung nicht geben. Und ich werde auch extra in jede Show reingehen und sie auf die Blacklist setzen und dir keine Plattform mehr bieten. Ich gebe einen Fick darauf, was sie jetzt sagt. Diese Frau hat mich sowas von verarscht. Ich weiß, diese Worte sind jetzt alle unklug, aber es muss einfach raus. Can you please just give me some closure so that I can move on? Now, why would I want to do that? So I can move on. Like, I'm confused. I don't know what to do. Could please give me closure. What if I don't want you to move on? What do you mean? Like, you live with somebody else. You left me for somebody else. But if I give you closure, then I won't have a backup plan. I'm nobody's backup plan. So me and you didn't work as a relationship, but maybe we can work on as this, like, this side thing, this behind the scenes type of thing. I don't want that. I just want to move on with my life like you did. I'm sorry. I just can't give you the closure that you need. Please, I am begging you. But I still love you and I can't let you go. You can't let me go. You actually live with somebody else. But again, this might not be permanent. Then what am I going to do? Not be lonely. I'm actually lonely. Look, I know you still love me and I love you and it's like, it's not over till it's over. Lesson to take from this skit is... Was sagt ihr jetzt dazu, Fazit zu der ganzen Geschichte? Ich fand Valentina immer äußerst anstrengend und habe sie immer hinterfragt. Ich konnte sie nie so richtig ernst nehmen und für mich war sie da auch immer sehr kindisch und merkwürdig. Ich hatte ja schon fast das Gespür dafür, dass sie sich vielleicht mit Mike Zies zusammentun könnte. Das wäre ja der absolute Knaller gewesen, die beiden in der Kombo. Aber das wird so wohl nicht sein. Und ich bin gespannt, wie das jetzt weitergehen wird. Er will ja wohl beim Boxen jetzt richtig durchstarten und ich glaube, er ist auch besser beraten mit einer Frau, die dann vielleicht zu ihm auch, wenn es in Trash-Formate geht, denn besser ist und nicht so wie sie. Das war ja teilweise wirklich absolut drüber.
Nun gut, das soll es für heute hier schon gewesen sein. Morgen wieder mit einem anderen Video oder vielleicht mit dem nächsten Update zu der Nummer. Also bleibt gerne am Ball und lasst ein kostenloses Abo da und schickt mir gerne auch alles zu, wenn neue Statements kommen zu sämtlichen Themen. Dann berichte ich auch gerne. Bis dann und ciao, ciao.